Hey Leute, was geht ab? Bro, wir sind wieder am Start mit einer neuen Runde Let's Play Minecraft Alone. Entschuldigung, das war mein Hals gerade. Ja, letztes Mal hier stehen geblieben. Ja, also erstmal würde ich mich für den für den Support bedanken für meine letzten Videos. Die sind also anscheinend echt gut angekommen. Was mich halt immer auch immer toll freut. Ich habe es immer noch nicht zustande gebracht, diesen Scheiße fertigzustellen. Ich glaube, ich muss weinen. Nein, muss ich doch nicht. Thema heute ist YouTube. Und zwar, ich habe mir jetzt so ein paar Themen ausgedacht, über was ich jetzt reden kann, bevor ich irgendwie wieder Scheiße laber, wie sonst immer auch. Was geht uns von der Keller Crew Familie, sag ich jetzt mal so, was geht's uns für YouTube? Soll das ein Let's Play? Soll das aber allgemein nur Let's Plays sein oder geht es uns ums Geld oder um die Abos oder unsere Aufrufe? Also, und darüber möchte ich heute reden. Und zwar, ja, fangen wir mal an. Also, es gibt da so ein Lied. Ich weiß nicht, ob ich das einblenden darf. Ich werde es einfach mal tun. Also, bin mal jetzt kurz ruhig. So, das ist von La La Land. It's not all about the money, not all about the fame. Das beschreibt am besten bei uns die Lage, wie wir es finden, also was wir mit YouTube meinen. Uns geht nichts um Geld und uns geht es hier um den Fame, weil YouTube soll Spaß machen und immerhin ist es nur ein Hobby und soll ja kein Beruf sein. Weil ja, als Beruf haben wir was anderes, da brauchen wir nicht YouTube. Obwohl mit YouTube Geld verdienen macht doch bestimmt auch übelst Spaß. Weil ich meine, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du doch schon mal fast einen Traum, was heißt fast, du hast einen Traum von dir erfüllt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich machen wollte. Trickle de Vue, jetzt habe ich es vergessen. Ich rede einfach weiter und schaue, was ich machen kann. Ja, und zwar geht es darum, hier müssen noch Stufen hin. Weil ich habe jetzt viele YouTuber mal beobachtet, ich da keine Namen, weil ja, kann ja vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, falsch aufgefasst werden. Und ja, es gibt YouTuber, die fangen jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Max Mustermann YouTuber, er hat 1 Million Abonnenten oder was weiß ich, 560.000 oder keine Ahnung, irgendwas in dem Dreh rum, und sagt halt, ja, er braucht mehr Klicks und alles mögliche, damit, weil der Kanal noch famer werden soll. So genau soll es bei uns nicht aussehen. Wir machen das nur, deswegen kommt auch nicht von uns täglich ein Video am Tag, weil wir eben das nur aus Hobby, aus Spaß machen. Also ich meine, aufnehmen macht schon Spaß. Und heute sage ich euch, kommt was richtig, richtig Geiles raus. Hier habe ich eine Druckplatte. Oh scheiße, ich habe Druckplatten gemacht, sagst du. Oh, die können wir gleich ins Stein reintun. Da wollte ich gar nicht, wollte Stufen. Und zwar kommt heute, wenn es klappt, mein erstes, jetzt passt auf, Fire Emblem Plakat. Fire Emblem Let's Play oder Pokémon Let's Play raus. Ja, ich habe mir meinen Traum wirklich gemacht. Ich werde ab heute Pokémon Let's Play oder Fire Emblem, je nachdem, was sich anbietet. Davon werden aber nicht jeden Tag Parts rauskommen. Am Wochenende muss ich jetzt schon mal was sagen, und zwar am Wochenende muss ich arbeiten, das heißt, ich habe nicht so viel Zeit für YouTube. Ich werde aber trotzdem Videos hochladen jeden Abend, aber die kommen halt erst abends gegen 21 Uhr erst. Aber ich meine, solange irgendwas kommt, kann man ja zufrieden sein, würde ich sagen, oder? Jawohl. Ja, ich hatte letztens so voll die geile Idee, was ich machen kann, was ich bauen will. Aber ich glaube, ich habe es vergessen, was das war. Jetzt brauche ich Clean Stone, das weiß ich noch. Dann lasst uns erstmal ein bisschen Clean Stone machen, meine Freunde. Ich versuche auch heute nochmal eine Lord-Out-Folge zu bringen. Weil wir haben es jetzt gerade 10 Uhr in der Früh. Ich habe heute frei, deswegen geht es bei mir so easy. Jawohl, und ja, ich hoffe jetzt mal. Ah, ich habe noch 7 Diamanten. Gut. Wo ist noch Kohle drin? Da ist noch Kohle drin. Haben wir hier auch noch Kohle? Ja, hier haben wir sogar noch Eisen. Naja, tun wir einfach mal brennen, was geht. Nope. Yes. Was wollte ich jetzt gerade sagen?
Ah, genau, ich muss jetzt wieder farmen gehen von Stoffen, weil ich mir jetzt langsam mal richtig geile Sachen zulegen will. Und ich brauche Redstone, weil ich vorhab, mir was zu bauen, und da brauche ich Redstone für. Dazu muss ich aber erstmal meine Mine irgendwie weiter ausbauen. Ich denke mal, nach unten bauen ist irgendwie logischer, weil Tiefe erhöht gleichzeitig die Chance, dass man auf was Geiles trifft. Eine Mine, boah, ich würde so gerne mal wieder richtig geile Mine finden. Ja, ich habe genug Fackeln dabei. Folgendes Problem habe ich halt nur bei diesen Aufnahmen, bei den Pokémon oder Fire Emblem Aufnahmen, was kommen werden. Das Problem ist, es nimmt irgendwie nicht den Ton auf, also das recordet nicht richtig, und das, ich weiß nicht, irgendwie muss ich da irgendwie noch was einstellen, oder ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann werde ich halt den Ton halt im Hintergrund ausmachen und halt irgendeine Musik einblenden. Hauptsache, das Let's Play ist ja da. Oder ich blende Pokémon-Musik ein. Ja, jetzt habe ich schon raus. Jetzt habe ich schon das Pokémon-Problem raus. Das heißt, ich höre dann einfach Musik rein im Hintergrund. Also Pokémon-Musik. Und dann habe ich das ganze Problem schon geklärt. So. Schon so einfach geht es. Ich werde... Das Problem ist halt... Was heißt Problem? Es ist halt so, ich höre den Ton selber für mich. Aber der Ton wird halt nicht recorded vom Aufnahmesystem. Boah, wo ich auch erstmal richtig, richtig lange gesucht habe. Wie ein Verrückter, um so ein blödes Aufnahmeprogramm zu finden. Habe jetzt eins gefunden. Namen werde ich jetzt, soll ich den Namen sagen? Ich weiß nicht, ob das schädigend ist, irgendwie in irgendeiner Sichtweise. Ja, Bandicam heißt es. Das nehme ich zum Ton aufnehmen, zum Programm, Video aufnehmen. Weil ich habe einen XP-Rechner, und da bin ich richtig stolz drauf, dass ich einen XP-Rechner habe. Und mit dem kann ich halt Fraps nicht den Bildschirm aufnehmen, weil man kann nur mit Fraps den Bildschirm aufnehmen, wenn man einen Windows 8 oder Windows 7 Rechner hat. Da ich sowas nicht habe, und ich brauche sowas auch nicht, weil ich mit meinem XP-Rechner völlig zufrieden bin. Geht's da runter, oder habe ich nur gerade irgendwie einen Augenlag? Ja, ich hatte einen Augenlag. Ja, machen wir mal weiter. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal das aufzunehmen, das Spiel, oder das allgemein. Das werden dann, glaube ich, so 25 Minuten Parts werden immer, weil da ja nicht so oft was rauskommt. Vorproduzieren werde ich 2 bis 3 Parts, wenn es geht. Weil manchmal habe ich echt so, das ist zum Beispiel bei MW3 das Problem. Oder bei, was war das jetzt noch? Lord Out, da wo ich erst Aufnahme gemacht habe, wo ich so direkt im Anschluss die zweite Aufnahme machen. Aber nein, warte erstmal, ob das Video überhaupt richtig hochgeladen wird. Und ja, was wir gesehen haben, es wurde nicht hochgeladen. Ich habe Storm davon erzählt. Der sagt, aber ich habe das Video doch noch gesehen. Also das Video war freigeschaltet, so wie ich es mir gedacht habe. Es war wirklich freigeschaltet. Bloß irgendwie hat YouTube oder der Gamer, wo der LeFloid ein tolles Video rausgebracht hat, müsste ich mal schauen, ein Video rausgebracht hat über die Gamer. Also ich weiß nicht, ob ich auch so über die Gamer reden kann wie er. Ich lasse es jetzt einfach mal. Weil das ist mir zu gefährlich, weil ich habe keine Lust, dass unser Kanal gebannt wird. Das Einzige, was ich schade finde, ich hoffe, das wird jetzt Quatrax auch sehen. Bro, von diesem echt in letzter Zeit ist echt wenig rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es an der Arbeit ist oder dass du einfach keine Lust hast zu Let's Playen. Also er hat mir schon erzählt, dass er in letzter Zeit weniger Bock hat zu zocken, verstehe ich total. Bloß es ist halt, wir sind halt, wir zocken zusammen. Das heißt, er sollte eigentlich auch mal das rausbringen, weil das ja eigentlich irgendwie logisch ist, weil er dazugehört. Und ich meine, sein Ace of Spades Part hatte beim allerersten Mal die größten Aufrufe. Ich glaube, das waren irgendwas mit 200. Boah, es macht Spaß, mit Schneebällen rum sich zu werfen. Und ja, wäre halt cool, wenn du mal, ne, wieder so ein paar Let's Plays bringst oder so. Naja, weiter. Okay, da habe ich nicht genug Kohle für. Ja, komm, das lassen wir jetzt einfach mal noch so. Und hier habe ich gar nichts reingemacht. Da habe ich Eisen. 60 Eisen, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier haben wir nochmal 8 Eisen. Ah, ne, wie viele Blöcke habe ich? Na, das ist zu wenig. So, 7 Stück, fertig, aus. Ich will mit Schneebällen rumwerfen, das macht Spaß. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ich glaube, ich habe soweit eigentlich alles. Ich werde, glaube ich, noch ein, wenn es klappt,
ein neues Let's... Ah, das sind jetzt... Einen Moment mal, was ich geplant habe, sind 1, 2, 3 neue Let's Plays. Mit dem zwischendrin Lord Art eigentlich 4. Ja, hallo. Hallo, meine Freunde. Ich werde mir den Timber-Mod wahrscheinlich noch reinhauen. Wer das nicht weiß, was es ist, das heißt, ich hacke hier nur ein Stück vom Baum ab und mir kommt der ganze Baum entgegen. Es geht halt wesentlich schneller als immer, das einzeln abzubauen. Und dann spielen wir ein bisschen Förster, you know? Weißt du Bescheid, jo. Das wird dann wahrscheinlich im nächsten Part rauskommen mit dem... mit dem Timber-Mod. Let's go in down. I'll get the timber. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen durfte. Weil ich glaube, man kann gebannt werden oder das Video kann gesperrt werden, wenn eine Musik kommt, die irgendwie in den Charts ist und die es dann verbietet. Ja, weil ich habe Tsunami schon mal in einem Video reingemacht. Weil es sieht halt echt geil. Aber geil, gleich untersuchen. Obwohl nein, der Part ist gleich vorbei. Nee, wir lassen das jetzt mal lieber und gehen noch zurück zu unserem Haus. Und es wurde mir dann das Video gesperrt, weil die GEMA nicht erlaubt hat, dass sie so eine Musik einblendet. Irgendwo verstehe ich es und irgendwo verstehe ich es halt nicht, weil es ist ja nur Musik. Und ich meine, wenn die jetzt wüssten, dass es illegal ist, dass man die Musik zum Beispiel runtergeladen hat, dann könnten sie es ja blocken. Aber wenn man die CD gekauft hat, wo das nicht drauf ist, dann ist das ja eigentlich seine eigene Musik, weil man das ja gekauft hat für sich selber. Und da ist dann schon wieder dieses, was bitte? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und fragt mich was Leichteres. So, den Part beende ich hier jetzt schon mal. Weil, ja, ich muss noch was machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play Minecraft Alone mit mir, dem Brawl Wave. Haut raus, Leute. Tschüss.